Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich and it goes to die Blissim Box ist bei mir eingetroffen. Das ist eine französische Beauty Box, die etwas anders ist. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im Juni hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissim Box habe ich im monatlichen Abo. Die kommt für, ich glaube, 17,90 Euro jeden Monat zu mir und die erscheint auch wirklich immer super, super früh. Also das ist mit einer der ersten Beauty Boxen, die dann monatlich bei mir eintreffen und ich bin sehr gespannt, was sich jetzt hier drin verbirgt. Der Inhalt unterscheidet sich immer so ein bisschen. Das sehe ich zum Beispiel bei der lieben Unbox Butterfly Nicole. Je nachdem, was für ein Beauty-Profil man angegeben hat, wird hier wirklich drauf eingegangen. Und das finde ich extrem cool. Das heißt, du hast hier nicht... Also wenn ich jetzt diese Produkte euch zeige, die ich hier in dieser Box drin habe, heißt das nicht, dass die automatisch auch bei euch mit drin sind. Manchmal kann man auch sich ein Produkt aussuchen, sei es eine Farbe oder eine Funktionalität oder sonst irgendwas, also zum Beispiel für Haare oder so, ne? Und dieses Mal haben wir wieder eine Box und die sieht so wunderschön aus. Also das ist so verspielt, so designtechnisch on point. Und hier hinten drauf haben wir auch ganz viele Blumis. Also das ist wahnsinnig schön, muss ich wirklich sagen. Die finde ich wunderschön. Klasse. Ich bin geflasht, Leute, ne? Und jetzt habe ich einmal das kleine Deckelchen entnommen. Das kommt auch wirklich in einem Karton, der exakt darum zupasst. Also du hast hier nicht wirklich Luft drumherum. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass die Produkte hier heile bei mir eintreffen. Hier haben wir einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit den Erklärungen und so weiter. Dann haben wir hier noch irgendwie so eine Karte, das müssen wir uns gleich mal angucken. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Und wir haben hier meistens so 5 Beauty-Produkte drin, die mehr so in dieser Luxusgröße sind. So, wir haben hier Play and Dance als Motto, also Spiele und Tanze. Ja, passt auf jeden Fall zum Frühling, muss ich sagen. Wir haben hier ein Editorial drin stehen und ich habe es mir ja tatsächlich dieses Mal leicht gemacht, denn ich habe mir eine App runtergeladen. Ich mache keine Werbung für Apps, die habe ich eben erst gefunden und runtergeladen und ich habe ein Foto davon gemacht und deswegen kann ich mir das jetzt einfach übersetzen und lese euch das Editorial vor, sprich, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken dabei gedacht haben. Der Juni läutet die lang ersehnte Rückkehr des Sommers ein und mit ihm der Wunsch, sich zu bewegen. Unser Credo des Monats? Tanzen Sie, um alles zu vergessen, Spaß zu haben und zu genießen. Die Sonne streckt uns entgegen, streckt sich uns entgegen wahrscheinlich, und schenkt uns einen Energieschub für die Zielgeraden vor dem Urlaub. In der Zwischenzeit nichts wie ein paar kleinen... Was? So viel dazu. In der Zwischenzeit nichts wie ein paar kleinen Tanz... Nein, kleinen kann kein... Was? Das ist merkwürdig. Um auf den Großen zu warten, Hochabfahrt. Mhm. Man soll auf jeden Fall tanzen, Leute, ne? Nichts. Also man soll tanzen. Witzig. Den ganzen Juni über lassen wir Platz für einige ganz besondere Gäste. Sie tanzen und praktizieren Yoga. Auf dem Programm ihrer Box eine Auswahl Wohlfühlschönheit voller Pep und Farben scharf. Also diese Übersetzungs-App ist ein Traum, Leute, ich sag euch das. Ich hätte es nicht besser machen können. Naja, auf jeden Fall sollen wir irgendwelche Gäste auch begrüßen, was ich sehr ulkig finde. Denn heute kommt tatsächlich meine Schwiegermama in Spee und meine Schwägerin in Spee mit Familie vorbei, denn mein Freund hatte Geburtstag. Und tatsächlich, ich habe bald Urlaub. Ja, ich freue mich so sehr. 2 Wochen. Und wir fahren zwar nirgendwo hin, aber wir haben halt Urlaub. Und das ist eine sehr, sehr angenehme Kiste, einfach mal um den Kopf freizukriegen. Und definitiv für mich das passende Monatsmotto. Und hier sind die Produkte aufgeführt. Das finde ich halt unfassbar liebevoll gemacht. Ich bin gespannt, was Nicole drin haben wird. Denn ein paar Produkte weichen echt manchmal ab. Trotzdem haben wir das hier richtig schön immer angedruckt. Finde ich wahnsinnig cool. Hier steht auch immer drin, wie groß die Originalgröße dazu wäre. Ein paar Informationen. Und ich habe mir diese App halt deswegen runtergeladen, weil alles auf Französisch ist. Natürlich kann man sich zum Beispiel auch im Internetbrowser einstellen, dass die Homepage auf Deutsch übersetzt wird oder auf Englisch. Aber trotzdem hat man dann diese ziemlich ulkigen Übersetzungen, wie ich sie gerade auch hatte. Egal. Man kann hier auch etwas gewinnen. Und zwar 10x500 Euro wert in Rituals-Produkten irgendwie. Das heißt, wenn man Abonnent der Blissim-Box ist, kann man daran teilnehmen.
Die Blissim-Box hat auch immer super viele coole Limited Edition Boxen. Und zum Beispiel die Splendist Edition, da hast du von Banana Beauty eine Mascara drin, ein Blush von Benefit und so weiter. So ein paar Pflege-Essentials sind da auch mit dabei. Ist schon krass, Leute, ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Ich glaube, man kann da wirklich nur mit der Kreditkarte bezahlen. Da muss man mal schauen. Ich habe mir ja über Amazon mal so ein Kreditkartengedönsen organisiert. Und deswegen ist das für mich echt machbar. Ja, ach, wartet, hier nicht alle gibt, Leute. Hier sind die ganzen Informationen und so weiter. Dann noch so ein paar Informationen zur Sportroutine. Ich und Sport, Leute, ne? Dann vom 8. bis 22. Juni sind die Blissim Days, nur für die Blissim Box Abonnenten, bis zu 70% und 25% auf der kompletten Seite mit dem Code Bliss Days, aber das kriegt man halt automatisch immer wieder per E-Mail dann auch als Info. Timestamps, Leute, ne? Wenn ich euch zu viel rede, ihr könnt weiterhüpfen. Dann habe ich hier auch noch en avant goût de votre prochaine Box. Ich glaube, das ist ein Spoiler für die nächste Box. Maxi Cabas. 10 Essentials, 100% Sommer. Ah, okay. Hier haben wir auch halt wieder schon so eine französische Geschichte. Die schließen dann quasi die Juli- und August-Box zu einer Box zusammen. Deswegen hast du dadurch einen höheren Wert, zahlst die aber natürlich auch monatlich, ne? Das heißt, du zahlst ja auch doppelt. Also es ist eigentlich gehops wie gesprungen. Aber für die Leute von Blissim oder halt zum Beispiel auch von der My Little Box ist es ein bisschen einfacher, das so handzuhaben, weil die ja so eine ganz große Sommerpause haben, weil in Frankreich ist es doch deutlich wärmer als bei uns. Wow. Bunny, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt. Läuft. Okay, auf jeden Fall hast du da irgendwie 120 Euro als Wert mit dabei. 10 Produkte anstatt der normalen 5. Klar, das Doppelte halt. Und Lichtschutzfaktor mit 50. Okay, so. Genug Laberababer. Wir gucken uns das Erste an. Als Erstes habe ich von Luzeta, eine Marke, die ich nicht kenne, Rose Oil, ein Inhaltsstoff, den ich liebe. Body Wash, das ist einfach ein Duschgel, denke ich mal. Soll beruhigen und Feuchtigkeit spenden. 30 ml haben wir hier enthalten. Eigentlich hat man hier in der Blissim-Box immer so diese perfekten Reisegrößen so mit drin. Ein Traum, Leute. Ich sag euch, das ist auch noch verschlossen. Und das ist Rose. Sammy, schmeckt der Fuß? Ja? Ja. Fuß. Finde ich cool, mag ich. Rose ist klasse. Ne, da habe ich jetzt nicht allzu lange was von, weil 30 ml ist doch ein bisschen wenig für Duschgel, aber ist in Ordnung. Ne? Dafür haben wir hier halt eine schöne Auswahl. Von Glein, da hatten wir schon öfters mal was drin. Ein Cleanser, Gel Nettoyant Visage, also quasi fürs Gesicht. Vegan, 99% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Das ist halt auch so eine Sache. In der Blissim-Box hast du sehr viel so mit natürlichen Inhaltsstoffen auch dabei. Dann hast du Barbarie und Aloe Vera mit dabei. Keine Ahnung, 30 ml sind hier enthalten. Und hier haben wir dann einmal das Produkt. Jo, ne? Ein Gesichtsreinigungsprodukt. Ich mache ja gerne Double Cleansing, dass ich halt erst abends, im wahrsten Sinne des Wortes, die Rotzepampe, also es ist wirklich Rotzepampe, wenn man den ganzen Tag gelaufen, geschwitzt und wie auch immer, man spürt es ja irgendwann auf dem Gesicht, was man drauf hat, ne? Wenn ich mir das einfach mit einem Cleansing Balm runternehme und danach unter der Dusche halt einen Cleanser in dem Sinne, also quasi als Gel oder als was auch immer, Schaum, mache ich das super gerne unter der Dusche und dann kommt man nachher raus und hat eine Haut, als würde sie durchatmen. Deswegen für mich echt ein passendes Produkt. Ich kann es ja nicht gut lesen. Du hast hier Lavendel und als Hintergrund und dann ist da Gelb drüber. Ne, ich glaube, das, ja, Fick. Barbari Fick. Also was mit Feige ist da mit dabei. Finde ich cool. Aloe Vera, das ist ja auch in dem Sinne eine Haut, Feuchtigkeit spenden und beruhigende Geschichte. Hat so jetzt keinen großen Duft, außer sauber, aber finde ich nice. Also das gefällt mir auf jeden Fall. Dann habe ich hier dekorative Kosmetik mit dabei von Elikia Beauty. Das hatten wir auch in der Glossy Box jetzt schon zweimal als Marke mit dabei, ne? Blush Liquid, ein flüssiger Blush, kommt in meinen Fullface Beauty Boxen auf jeden Fall mit rein für den Monat Juni. 15 ml haben wir enthalten und das ist 100% natürlich. Das finde ich schön. Ein flüssiger Blush. Ich benutze aktuell auch gerne so Creme Blushes für den Frühling. Es ist einfach eine schöne, natürliche Geschichte. Natürlich gebe ich mir danach nochmal einen Puder Blush on top, aber ne, egal. Und das ist halt super flüssig, da muss man echt aufpassen. Das hatte ich auch bei dem Lip Gloss, also macht das immer so rum auf. Sonst haut euch das Produkt ab, das hatte ich bei dem Liquid Lipstick, was wir in der
Muttertagsedition der Glossybox drin hatten. Genau, und das ist Framboise, also quasi Himbeere müsste das sein, Framboise, also Beeren auf jeden Fall. Und ja, das tupft man sich dann auf und dann kann man das entsprechend mit dem Beautyblender einblenden. Und hier haben wir dann das Applikator-Vieh. Wie gesagt, das kommt in meinen Full-Face-Beauty-Boxen. Das werde ich jetzt so nicht ausprobieren, weil ich jetzt ja auch schon geschminkt bin. Das macht dann relativ wenig Sinn. Aber das dürfte eine Full-Size sein. Das finde ich cool. Und das waren schon drei Produkte. Wir haben ja aber noch ein bisschen mehr mit dabei. Wenn wir wirklich Proben hier drin haben, sprich in dieser Größe, sind die auch nicht preislich aufgeführt. Manchmal rechne ich das gerne mit ein, manchmal auch nicht. Das hier ist jetzt ein Parfum von Replika. Ich weiß gar nicht, ich habe das glaube ich schon bei mehreren Ladies gesehen von, ja, von YouTube, ne? Dass die das halt auch mal beworben haben. Ich glaube, Frankas Favorites, die hat ja auch welche davon. Rauslassen können. Da haben wir so eine kleine Probe von dem Beachwalk drin. Calvi 1972, okay. Sunkissed Salty Skin Female Fragrance Eau de Toilette. Und was haben wir hier drin? 1,2 Milliliter. Auch das kommt in meinen Full-Face Beauty Boxen wahrscheinlich mit rein. Ich kann es mir jetzt aber aufsprühen, weil ich heute noch kein Parfum verwendet habe. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Mutig, mutig, Claudia. Wenn dir der Duft nicht gefällt, dann rennst du da trotzdem den ganzen Tag mit rum, ne? Boah, aber der riecht voll gut. Sehr, wie soll ich das beschreiben, soft, aber sehr weiblich, sehr pudrig, cremig. Ich mag den Duft. Also das ist ein schöner Duft, aber nicht blumig, floral oder so. Ich gebe mir einfach noch mehr auf, was soll der falsch rasieren, ne? Ich mag den Duft sehr. Das riecht auch so ein bisschen nach Sonnencreme, wenn ich das so sehe. Aber finde ich schön. Ich mache das jetzt auch wieder in seine Verpackung zurück. Und habe das dann für mein Full-Face-Beauty-Boxen schon mal parat. Falls es bis dahin durchhält, mal gucken. Dann habe ich hier, muss man schütteln, von Eborian. Oh, ich liebe Eborian, ne? User Double Lotion. Das ist ein BFAS Radiance Lotion Strengthened and Revitalized Sun Effect. 30 Milliliter. Ich weiß nicht, was das ist. Das hat jetzt so eine milchige Farbe. Hatte sich eben auch so ein bisschen abgesetzt. Weiß ich nicht. Also in dem Heftchen steht ja immer drin, was wir hier drin haben und was man damit machen soll. Aber halt auf Französisch. Ich habe doch meine neue App, Leute. Es ist doch ein Träumchen. Es ist doch ein Träumchen. Kann man das wegmachen? Dann nehme ich wieder ein Foto. Kamera. Nicht mich fotografieren. Zack. Da muss man... Okay. Muss ich zuschneiden, dass der auch wirklich nur den Text nimmt. Zuschneiden. Und dann auf Deutsch. Translate. Das Geheimnis dieser Pflegelotion, seine zweiphasige Formel, gleichbedeutend mit der doppelten Leistung einer wässrigen Phase mit aufschlussreichem Wirkstoff, Glanz und einer öligen Phase, die hilft zu nähren. Sein wichtigstes Kapital, User, anerkannt wegen seiner antioxidativen Eigenschaften. Feuchtigkeitsspendend und schützend auf die Haut. Was sie macht, sie hilft glatt, erweichen und enthüllen den Glanz und die Vitalität stumpfer Haut und müde. Entschuldigung, ich finde das einfach witzig. Oh, ja, ja, nicht jeder hat diesen Humor, Claudia, ne? Das musst du mal aufpassen hier. Mach's auf jeden Fall auf dein Gesicht. Au creux de main. Oder auf die Haare? Ich weiß nicht. Visage, nee, Gesicht. Appliqué par pression sur le visage. Matin, also morgens. Morgens und abends. Nachdem, avant les autres soins. Also nach der anderen Pflege, also quasi als letzten Step, nimmst du das hier. Und Sammy, das geht so nicht mit deinen Füßchen. Lass das. Lass das. Wenn die Füßchen jucken, ne? Ich sag euch das. Ja, auf jeden Fall ist das schon mal das vierte Produkt, aber ich habe hier noch zwei weitere drin. Morning Street Brightening Shampoo, das finde ich cool, mit Argan und Marulaöl, das ist meins, ne? Strengthen and Shine, 50 Milliliter sind hier enthalten. Ja, ich kann sowas also wirklich gut gebrauchen. Und jetzt hast du wirklich diese Sonnenschädigung. Und wir haben eine Probe, aber wir haben so einen Öffner. Feier ich hart. Ich mag diese Auftriebviecher nicht so gerne. Riecht einfach nach Shampoo. Hat jetzt nichts Spezielles, ne? Aber das finde ich klasse. Das finde ich echt klasse. Oh, recyclable ist das Ganze irgendwie, steht hier drauf. Tägliches Shampoo für alle Haartypen. Solche kleinen Shampoos verwende ich gerne dienstags und freitags, wenn ich auch meine Haarmaskentage habe. An den anderen 5 Tagen verwende ich ein ganz normales, größeres Shampoo.
ist so ein, ne, so habe ich halt meine ganz normale Haarpflegeroutine und ja, doch, das finde ich klasse. Das passt auch tatsächlich zu meinen trockenen Haaren. Schön. Und dann haben wir als letztes Produkt etwas von Hugon. Ich glaube, das ist ziemlich hochpreisig. Hatten wir aber, glaube ich, auch letztes Mal schon drin. Ich weiß es nicht. Le Concentré Hyaluronique, Hyaluronsäurekonzentrat. Und hier haben wir drin ganze 5 Milliliter. Schaut so aus, ist das nicht niedlich. Aber wir haben trotzdem eine kleine Bibette. Ich stehe drauf, ne? Finde ich nice, doch. Wow, also 30 Milliliter kosten 36 Euro für ganz normale Menschen. Man bekommt nämlich auch nochmal ein bisschen den Shop-Inhalt vergünstigter, wenn man Abonnent von der Box ist. Das ist halt auch nochmal so ein Add-on-Goodie on top, wie auch immer. Nee, finde ich cool, ne? Hyaluronsäure kann ich gut gebrauchen. Ich glaube, ich habe auch angegeben, dass ich strapazierte und Haut habe mit ersten Fältchen und so weiter, ne? Dann bekommt man nämlich einen Inhalt, der auch auf einen zugeschnitten ist. Leute, das war ein echt cooler Inhalt, ne? Wir haben ein bisschen Dekoratives mit dabei. Wir haben Pflege für die Haare, fürs Gesicht, für den Körper. Wir haben ein bisschen Parfum mit dabei. Also ich fand die Box wieder klasse und ich muss es auch immer wieder sagen, dass ich die Blissim Box halt einfach klasse finde, weil sie sehr, sehr gut auf den Abonnenten oder die Abonnentin abgestimmt ist. Und wir haben ein schönes Design dabei. Das Ganze ist relativ verspielt und ich mag es einfach total gerne, wie das auch vom Design her aussieht. Ich finde, das sind tolle Produkte, es sind geile Marken. Es ist interessant und deswegen kann ich euch das wirklich wärmsten Herzens empfehlen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!